So, es geht wieder los. Hallo Christoph Plass. Ja, lieber Freddy, kann losgehen. Ja, tolles Spiel heute hier. Polo Herren gegen Uhlenhorst Mülheim. Mal wieder wegweisend. Unsere Herren haben sich ja nach einem etwas mühsamen Doppelwochenende in Hamburg letzte Woche Freitag gegen UAC wieder reingekämpft. Mit Mülheim kommt natürlich ein sehr starker Gegner vorne mit an der Spitze dabei. Genau, sind gerade an der Spitze der Tabelle, genau, mit 11 Punkten. Und ja, waren ja letztes Jahr in den Playdowns, hatten viel Verletzungspech und sind jetzt als Mannschaft komplett zusammengeblieben und zeigen jetzt, was sie eben auch tatsächlich drauf haben. Deswegen wird das schon ein wirklich ja, bestimmt ein gutes Spiel. Unsere Jungs auch gut drauf. Letzte Woche auch die Ecken funktioniert. Ein wichtiger Spieler wieder zurückgekommen. Nick Woods ist wieder dabei. Genau, sagte er hier auch gerade wichtig für die Mannschaft. Und ja, gut, das Verletzungspech bleibt, oder die Verletzungen bleiben Mülheim so ein bisschen treu. Tim Herzbruch heute nicht dabei, wegen muskulärer Probleme. Max Godau hat im Training am Dienstag sich eine ganz üble Gesichtsverletzung zugezogen und musste auch operiert werden. Der ist erstmal raus. Okay. Und ja, insofern. Ja, bei uns heute Benjamin Kölbe nicht Genau, Benjamin dabei. Körbel mit einer Mandelentzündung nicht dabei. Also ja, das ist ja aber ganz normal. Am Anfang der Saison ist immer so ein bisschen, dass es durchgemischt wird und jeder mal eine Chance kriegt. Und das heißt dann heute eben für ein, zwei andere, dass sie da performen können und müssen und wollen. Und insofern glaube ich, dass die Trainer das gar nicht so ungern sehen, wenn da auch mal andere dann ins Feld geworfen werden und sich Ja, beweisen müssen. genau. Und ich glaube, genau, es ist eine gute Chance wieder für jüngere Spieler. Und ich glaube, aus beiden Seiten ist so viel Potenzial, dass da irgendwie, es ist natürlich ein Verlust, ist, so gute Leute da nicht dabei zu haben. Aber ich glaube, dass die Jungs, dass beide Truppen das kompensieren werden. Und ja, wir hoffen, dass natürlich aus Polo-Sicht, dass wir unsere Mannschaft die starke Leistung gegen UAC nochmal wieder bringen. Brauchen sie auch heute gegen Uhlenhorst Mülheim. Wie gesagt, Mülheim super stark in die Saison gekommen, nach einem eher durchwachsenen Jahr letztes Jahr oder letzte Saison. Tolle Spieler dabei. Schade, Tim Herzbruch sieht man ja auch mal natürlich sehr, sehr gerne. Ist ein herausragender Stürmer. Also jetzt als Hockey-Fan ist sowas natürlich, sind solche Spieler toll. Aber haben wir immer noch genug gute Spieler, die uns hier heute sicher begeistern werden. Und Ja, also Julius Meyer heute wieder im Kader, der ja auch lange Nationalmannschaft gespielt hat. Insofern, also die haben da auch auf der Bank und sogar dann in Reserve noch sehr, sehr gute Leute. Insofern mal gucken, wie sie es heute kompensieren. ja, letzten Worte hier noch zwischen den Trainern. Christoph Bechmann und Schalkowski kennen sich ja auch alle schon lange. Und ja, jetzt wird sich hier noch freundschaftlich abgeklatscht und dann geht es gleich los. Und Genau, wir haben heute ein gemischtes Schiedsrichterpärchen. Michelle Meister als erfahrene internationale Olympiaschiedsrichterin mit dem jungen Pascal Wetzel zusammen. Auch ja etwas, was jetzt häufiger passiert, auch international, dass eben Damen auch bei den Herren mitpfeifen, dass Herren bei den Damen mitgepfiffen haben, gab es eigentlich immer schon. Aber in der Richtung noch nicht so lange und ich finde, das steht der Sportart wahnsinnig gut. ja, also zum Schluss ist es, also muss ja auch nach Leistung gehen. Also ich Genau. meine, andere Sportarten haben es vorgemacht, du sagst es richtig, dann in internationalen Wettbewerben sowieso. Und ich finde auch, es sollen immer die Besten pfeifen, wenn man sich zum Beispiel Eishockey irgendwie Weltmeisterschaft, Olympische Spiele anguckt. Wenn Kanada gegen USA spielt, dann pfeifen trotzdem Amerikaner oder Kanadier, weil sie die besten Schiedsrichter haben. Das ist da überhaupt gar kein Diskussionsthema. Von daher, wenn sie das doch gut machen, wovon auszugehen ist, dann wird man sie hier nicht einteilen, finde ich das auch gut. Das ist also Ja, es ist leider nicht immer so, wenn man ehrlich ist. Also Michelle wurde jetzt für Olympia nicht berücksichtigt für Paris. Als Weltschiedsrichterin, ehemalige, wunderst du dich dann schon, Ja. wo da die Kriterien sind, weil die auch bei der Europameisterschaft gut gepfiffen hat, auch bei den Herren mit gepfiffen hat. Es waren eben keine Topspiele, aber die hat sie einfach auch nicht bekommen. Aber also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und ja gut, Ja, Verbände gibt es ja auch manchmal so ein bisschen Politik, das wissen wir ja auch, aber genau.
Das scheint der Fall zu sein, dass da ein bisschen. Genau, umso schöner, dass sie hier die Möglichkeit hat, hier über den Herrn zu pfeifen. So ein absolutes Spitzenspiel. Das zeigt doch, dass sie anerkannt wird und wie heißt es? Ich denke mal auch. Und ich glaube, es gibt ja auch keine Probleme damit mit irgendeiner Anerkennung, sondern auch die Spieler sind ja so, dass sie sagen, es geht hier um Leistung und. Definitiv. Ja. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zur Platzwahl der beiden Kapitäne. Ja, wenn man das so sieht, wir stehen ja hier heute in einer neuen Position. Mussten ja auch unsere Kamera ändern, Kameraposition ändern und sehen jetzt hier gerade die Spieler von hinten die Rückennummern und ja, genau. Da sind schon mal ganz gute Namen dabei. Genau, ich check nochmal, wer hier alles neu ist. Bei Mülheim müssen ja 2, 3 sein, die jetzt letzte Woche nicht gespielt haben, aber sieht gut aus. Ja, jetzt gehen die Mannschaften hier langsam aufs Feld und freuen wir uns jetzt auf 60 schöne Minuten, eventuell noch mit Penalty Shootout. Das ist ja auch bekannt jetzt, glaube ich, bei allen, aber vielleicht auch noch nicht, weil nicht alle immer beim Hockey dabei sind, wird der Sieg der Saison in Deutschland erstmalig beim Unentschieden in der ersten und zweiten Liga ein sogenanntes Penalty Shootout geben, wenn es unentschieden ist, um dann eben doch noch einen Sieger zu ermitteln. Fürs Unentschieden kriegt dann jede Mannschaft einen Punkt und der Sieger des Penalty Schießen bekommt dann noch einen zweiten Punkt. Das ist neu in dieser Saison und ja, wird so ein bisschen unterschiedlich aufgenommen. Oder vor der Saison hatten sich eigentlich alle Trainer dagegen entschieden in ihrer WhatsApp-Gruppe und gesagt, wir wollen es nicht. Und jetzt ist es aber so beschlossen worden von der Liga. Und wenn man es dann mal erlebt hat, ist es dann doch irgendwie ganz spannend. Ich finde es ein ganz bereicherndes Element, ehrlich gesagt. Ja, es ist einzige Herausforderung, das ist, was immer viele vergessen. Es ist halt mit den Spielzeiten, mit den Ansetzungen, weil man hat manchmal eben nicht so viel Kapazitäten. Und wenn man dann 2 Spiele im Penalty Shootout, dann kommen wir hier mal ganz schön in die Bedrohung. Das ist das einfach das Einzige. Was darf man aber nicht vergessen, sowas. Ja, es wird dann, ja, die Bedingungen sind top. Es trudeln jetzt mehr und mehr Zuschauer ein. Die Damen, unsere ersten Damen, die gerade erfreulicherweise in der zweiten Liga gegen DSD Düsseldorf gewonnen haben, haben noch gerade Gemeinschaftsessen mit den Düsseldorfern und kommen jetzt gleich auch hier hin. Genau, war ein schöner 1-0-Sieg. Ne? Ja, also man muss fairerweise sagen, Düsseldorf hatte die zweite Halbzeit schon ganz schön Druck. Ja, absolut. Wir haben ja auch ein tolles Team. Genau, und insofern war das vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber Glück muss man sich auch erarbeiten und die Mädels haben das gut wegverteidigt und vor allem eine starke Torhüterin mit Janina Georgi, sehr, sehr starke Torhüterin, die das da festgehalten hat. Und im letzten Viertel hatten sie sogar auch noch 1, 2 gute Konterchancen, also ja, ist dann klar ein bisschen glücklich, aber ich würde trotzdem sagen, nicht ganz unverdient. Also darüber freuen wir uns natürlich oder haben uns gefreut und jetzt freuen wir uns hier auf ein schönes Herrenspiel. Genau. Wer die Dame übrigens noch mal sehen will, morgen 11.30 Uhr gegen Krefeld hier, das ist auch ein schönes Spiel, mit Sicherheit. Absolut. Also lohnt sich. Sehr, sehr schönes Hockey. So, Mülheimer mit ordentlich Kampfgeschrei. Und ja, jetzt beide Mannschaften gleich. Jetzt wird nochmal abgeklatscht. Und dann geht es hier gleich los. Und für uns macht es interessant. Also, wie gesagt, letzte Woche oder die letzten ersten Spiele waren wir auf der anderen Seite. Ich finde es hier ganz interessant, dass man so ein bisschen zwischen den Spielerbänken sich so ein bisschen hier aufhält und so ein bisschen mitbekommt, was auch besprochen wird, reingerufen wird. Und ja, so, jetzt kommt hier noch Abklatschen von Trainer. Ja, das geht alles noch sehr fair hier vorher natürlich ab. Und so, jetzt geht's los. Beide Jungs sind auch positioniert. Alle Kameras sind dabei. Also von daher. Sehr gut. So, wir hören, der Stream läuft auch, das freut uns. Insofern wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Wir werden ihn haben. Und die Zeit läuft. Geht los. Unser Zeitnehmer Sven Williamson hat alles im Griff. Pole erstmal ein bisschen verhalten. Mal gucken, was die Mühlen die stellt. Wie sie aufbauen. Dabei gleich. Oh,
möglichst nah rankommst, weil je weiter du weg bist, desto unschöner kann das werden. Und der ist mit dem Schläger abgelaufen. Das ist natürlich sensationell. Genau. Das ist natürlich ganz stark. Und das ist natürlich auch jetzt so ein bisschen von der Psychologie hier nicht so schlecht, ja, weil du dann schon da mal einen kleinen Akzent setzt. Ja, da ist Enzeri Krajan noch eben schnell hingelaufen und hat die Sachen rausgeworfen. Weiß nicht, dass es eine Strafe dafür gibt, dass die noch im Schusskreis liegen. Das ist ja auch immer dann so eine Geschichte. Ja, ich glaube, ein bisschen Fingerspitzengefühl natürlich. Also ja, haben, schon, aber die Schiedsrichter sicher. Ja. Aber wenn da der Ball reinläuft, dann läuft er da rein. Genau. Und dann absolut, absolut. Nee, genau, dann ist es ärgerlich. Die versuchen ja auch immer, die Sachen weit genug wegzuwerfen. Aber das passiert halt, der Wind geht da halt doch rein. In diese so, Mühlheim jetzt mit Pressing. Genau, Mühlheim mit Pressing. Ja. Die von Puffel. Gut gemacht, gut. Und gleich fahren wir lang. Sehr gut. Stark. Ja. Oh, das finde ich aber kein Vorteil, ehrlich gesagt. War schon schwierig, den aufzunehmen. Aber gut, das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber so, heute ist ein bisschen windiger, kann sein, dass es dann mal ein bisschen hier beim Kommentar ein bisschen in die Mikros reinweht. In die Mikros reinweht. Da bitten wir uns zu entschuldigen. Aber wir sitzen jetzt, stehen hier draußen, weil wir auch teilhaben wollen und nicht in irgendeinem Kabuff sitzen wollen. Versuchen ein bisschen die Hand davor zu halten, aber bitten das zu entschuldigen, dass man nicht ganz so gut zu hören ist. Wir werden dementsprechend ein bisschen lauter sprechen. Guten Abend. Ist Meier. Oh ja. Das ist aber Tizi Müller, der ihn wahnsinnig wichtig, ganz dass der den noch rausholt. Ganz ruhig geholt. Ja, Moment. Ja, Müller mit viel Druck. Ja, beide Bälle wieder rausgegeben. So, ich höre gerade, gibt es noch ein paar technische Probleme mit dem Live-Score. Wir arbeiten dran, aber erstmal wichtig, dass alle das Spiel sehen können und dass die Übertragung passiert in der Kommentare. Genau, also für den Live-Score bisher ist noch nichts passiert. Genau. So, Mühlheim presst ganz gut, ja, die gehen ganz gut drauf, machen ein bisschen anders. Als rausgespielt, gut. So, jetzt. Ja, entweder auf Duckscher. Sehr gut. Aber der Ball kam nicht an. Da ist. Ja, was auf Sucht vorne war es, aber dann lieber da. Ja, hier ist natürlich jetzt auch eine Umstellung gegeben. Niklas Bossoff spielt jetzt natürlich eher wieder hinten durch die bisschen Verletzungsprobleme, die es gibt. Wir hatten ihn ja eigentlich, hat er in letzter Zeit ja sehr, sehr gut gespielt auf der sogenannten 6, die es ja auch beim Hockey gibt. Aber er wurde immer schon mal dann auch wieder nach hinten gezogen. Oh, das ist ein böser Fehlpass. Leider. Sehr stark, aber geholt von Tizi Müller. Genau, gegen Henrik Mertens, da ganz klasse die Ruhe bewahrt. Ja, gut. Aber Polo muss ich noch ein bisschen finden gerade. Jetzt kommt aber hier, wird gleich mal gewechselt. Der Sturm wechselt gleich mal aus. Ist ja so, dass in diesem Jahr erstmalig auch da sich geändert hat, dass man einen Auswechselspieler mehr dabei haben darf. Genau, das heißt, wir haben auf der Bank. Das kann also, und das meistens ist es so, dass die Teams dann drei Stürmer dann nehmen und dann eben auch im Sturm einmal komplett durchwechseln können. Ist ein bisschen harten Einsatz. Hat er nicht ganz so gesehen. Ist vielleicht ein bisschen neuseeländische Härte, aber geht auf jeden Fall weiter, auch für den Gegenspieler. Ich glaube, Hugo hat gerade gesagt, deswegen haben wir so einen weichen Kunstrasen gebaut hier. Da hat sich niemand wehgetan. Wieder mit dem langen Ball. Da sind wir gerade noch ein bisschen weit weg, finde ich. Also gut abgewehrt jetzt, aber ich finde, dass Polo ein bisschen näher an den Leuten sein könnte. Da ist Raumdeckung trotz allem ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir den Ball. Leon.
So, wer ist auf der linken Seite? Hier muss jemand kommen. Schwierig, ist keine Anspielposition hier drüben. Ja, ich glaube, sie wollen alle erstmal, jetzt müssen auch ein bisschen Ruhe mal reinbringen. Jetzt noch so ein bisschen, suchen sie noch so ein bisschen die Strategie, wie sie rauskommen. Dieser Müller ist, weiß natürlich auch um die Stärke der langen Bälle von Kane und Tizi Müller. Kane Russell und Tizi Müller und machen das ganz gut zu. So, Nick Woods ist das erste Mal wieder dabei. War eigentlich gedacht, dass er 6 Wochen Pause macht. Und so, Didi van Puffelen sehr gut. Ja, ist ein schneller. Hat den Mutter noch gut. Sehr gut, hinten raus. Genau, so ist gut. So, jetzt mal Überzahl. Auf der rechten Seite. Guter Ball. Oh ja. Ah, lange Ecke. Oh, der ist aber ganz weit weg. Auf dem Max-Emden-Weg. Ja, Botanischer Garten. Ja, zumindest. Da wächst nächstes Jahr ein Kookaburra-Baum. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich fand den nicht schlecht. So, reingespielt hier rechts. Oh, das ist mein kleiner Schläger. Da schnell aus, so. Das ist gut, mal ein bisschen festsetzen. Oh, ne. Das ist aber eine. Ja, gut, ich glaube, er hat auf Abstand, viel im Abstand spekuliert, aber ich denke auch, war okay. Ja, Winfeder kam von hinten reingelaufen. Ja. Da war ein anderer Spieler, der hätte nicht eingreifen dürfen. So, hier gerade rechts läuft jemand, genau. Den müsste jetzt sehr gut Oliver Binder geholt. Ja, jetzt Schwierigkeiten, da jemanden zu finden. Ja, es ist schon dieser wiederholt. Ein bisschen doofe Fehler machen. Machen wir eine Stürmer, sind immer noch nicht drin. Horst Mist. Ja, Hugo Inglis ist noch als einziger drauf. In dem ersten Sturm. Das ist ja unglaublich im Vergleich zu so einem Damenspiel, wie Spieler sich unterhalten, ne? Wie die Akustik ist. Das ist Wahnsinn, wie viel sich gestellt wird, geredet wird in einer Lautstärke. Das ist ein völlig anderes Wahnsinn. Das ist wahr. So, geht durch. Das ist natürlich auch ein ganz starker Spieler, Mo Ludwig, toller Spieler. Ja, der innerhalb von anderthalb Jahren den Weg in die A-Nationalmannschaft geschafft. Ganz toll, auch verdient, genau. Wirklich toll, unglaublich variabel, schnell. So, steht er hier rechts. Oh ja. Das ist natürlich, naja, da ist jetzt glaube ich nichts, was man pfeifen muss. So, sehr gut, jetzt hier Konstantin Steiber. Ja. Sehr gut gemacht, einen Freistoß geholt. Ein ruhiger Aufbau jetzt. Wie gesagt, auch heute Kane Russell in der Innenverteidigung. Ja, Kane gut geholt, sehr schöner Ball auf Paul Smith. Ja, gut abgewehrt. Sehr gut gemacht. Ja, hey, also. Ja. Nee, war jetzt nicht so schlimm, aber gut. Der Pfiff ist aber berechtigt. Ja, absolut. Das war Golden, ne? Den ja, genau. Wurde. Genau. Der ist ja auch neu bei uns. Ja, jetzt mal nach hinten arbeiten. Sehr gut. Sehr gut gearbeitet. Das war sehr wichtig. Gerade hier dran ist vorbeigegangen ein ehemaliger Spieler von uns, der hoffentlich auch bald wiederkommt, Max Werner. Ganz, ganz wichtiger Spieler bei dem Vizemeistertitel. Auch ein unglaublich explosiver, uneigennütziger Spieler fürs Team. Einer, der ackert. Ja. Genau, aber auch ein guter Spieler ist und der jetzt ja gerade in Lissabon ist im Rahmen seines Studiums. Und den wir aber auch dann hoffen, dass er noch
einem Jahr wollte er eigentlich wiederkommen, so ist mein letzter Stand. So, sehr gut durchgesetzt jetzt. Polo kann sich ein bisschen befreien. Aber Mühlheim macht sehr konsequent. Na, jetzt doch. Aber die jetzt ja, doch, gehen auch wieder drauf jetzt. Aber die letzten 5 Minuten hat ja, Polo genau. Jetzt deutlich mehr Spielanteile ja. Gewonnen. Ja. Gut gespielt. Ja, Sarikaya weitergeleitet auf Paul Smith. Macht er was draus? Sehr gut. Ja, ja, Freistoß immerhin. Gehen sie nochmal wieder hinten rum. Aber haben Mühlheim jetzt schön weit drin. Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt mal die Ballsicherung haben, dass sie mal. Genau, so gut jetzt. Ja, jetzt spielen sie es gut. Jetzt kommen wahrscheinlich diese den langen Ball, sucht er. Und hier warten auch schon 5 Mühlheimer drauf zu kommen. Und die anderen pumpen schon ganz schön, weil die retten wirklich vorne von einem zum anderen. Und das ist natürlich dann eine Chance, da mal eine Lücke zu finden. Ja, absolut. Ja, jetzt also Polo schon ein bisschen besser im Spiel. Und nicht so, ja, gut, schade. Ja. Eine gute Idee, mal reinzuflanken. Also jetzt auch keine zwingenden Torchancen, so, aber ein bisschen mehr im Spiel drin. Ja, jetzt nutzt Mühlheim die Chance. Wobei das hier jetzt gerade ganz schön quer geht. Der Ball mitten in die Wechselzone reingeschlänzt. Ja. Ja, aber wichtig jetzt, weil Polo, dass nach hinten gearbeitet wird, damit da wirklich nichts anbrennt. Ja, gut gespielt jetzt über links, aber sehr gut abgefangen von. Sehr gut, ja. So, festhalten den Ball, Paul Smith jetzt. Ist ja auch schnell. So, wie gesagt, wir haben noch etwas Probleme mit dem Live-Score und auch mit der Zeit. Also nochmal für alle, es steht 0-0 und es sind noch 1,50. Und es sind noch 1,50 im ersten Viertel zu spielen. Wir bemühen uns, das auch wieder mal anzusagen, ja, genau. Ja, falls jetzt die Leute neu reinkommen. Ja, ja. Ja, gut, wieder nach hinten gearbeitet. Ja, langer Ball von Dennis Holthaus, aber da ist Bosserhoff vor. Genau. Oh, das war natürlich. Ja, Helwig hat ihn. Gut, auch gut, wieder gut. So, und jetzt einen guten Konter. Jetzt mal eine schöne Konterchance. Hier auf links läuft Jan-Erik Bartels mit. Schade. Ja, der wollte lang auf Steibi spielen. Konstantin Steib hat sich freigelaufen. Aber gut auch abgefangen von Uwenhaus Mühlheim. Das war ein schöner Konter gewesen. So, letzten 40 Sekunden. Im ersten Viertel 0-0. Unterhaltsames Spiel wirklich. Also es ging Mühlheim in der Anfangsphase hier mit vielen guten Szenen, Polo dann etwas besser rein. Also es ist flott, geht flott hin und her hier. Ja, muss ich auch sagen. Jetzt Bosserhoff noch einmal. So, jetzt nochmal nach vorne. Er weiß natürlich auch nur 15 Sekunden. Ah, da geht eigentlich nur noch ein Schlenzer jetzt. Genau, und den macht er auch. Aber da ist Windfeder. Ja, der will jetzt auch nichts mehr anbrennen lassen. 5 Sekunden Verschluss. Ja, gut. Also das war Verständnis. Tatsächlich dann das erste Viertel. Ja. 0-0. Und genau, Mühlheim schon in der Ecke. Ja, gut, da war Anfang war dann. Ecken, genau, nacheinander. Aber gut, sehr gut abgewehrt. Alle drei von Bosserhoff abgelaufen. Sehr, sehr stark. Absolut. Ja, aber jetzt ist es, finde ich, auf genau, Augenhöhe. Genau, jetzt ist es absolut auf Augenhöhe. Die Frage ist hier, wer den ersten entscheidenden Fehler hinten macht. Ja. So, jetzt ist es wieder ein bisschen stürmisch. So, die Mannschaften besprechen sich. Auch für alle, die nicht
so viel Hockey gucken. Die Pause zwischen den Vierteln ist jeweils dann 2 Minuten. Genau, Halbzeitpause 10. Genau, und jetzt kann man sich in der Zeit kurz mal ein paar taktische Dinge natürlich machen. Als es früher noch 2x35 Minuten gespielt wurde, da gab es dann, das war aber dann ohne Zeitstopp bei den Ecken oder beim Tor, da konnte man sich dann pro Halbzeit eine Auszeit nehmen. Genau. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit in der Viertelpause, sich nochmal kurz zu besprechen, wie sich in der Halbzeit nochmal ein bisschen länger. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Regelung, dadurch nimmt keiner mehr eine taktische Auszeit so mittendrin, um den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen. Finde ich auch gut, gebe ich dir recht. Und ich finde, das ist dann auch Klarheit. Man weiß, was man, wie man sich besprechen kann. Das ist auch klar, dass die 40 Sekunden Zeitstopp ist, um eben, wir haben ja schon angesprochen, dass die Spieler die Möglichkeit haben oder Spieler dann ihren Schutz anzuziehen und genau. Dann letztendlich sagen, okay, dafür gibt es 40 Sekunden Zeit. Dementsprechend können natürlich auch die ausführende Mannschaft nochmal kurz besprechen, was man machen kann. Aber dadurch ist immer klar, dass es hier keine Zeitdiskussion gibt, wie zum Beispiel beim Fußball, genau. Ja, wie mit der reinen Netto-Spielzeit, ja. Sondern es ist klar, wann Zeitstopp ist, es ist klar, wie gesagt, wann man sich besprechen kann. Und das finde ich auch eine gute Lösung. Und wie viele Regeln natürlich auch immer mit so einem Fernsehhintergedanken gewesen. Ne? Dass in der Zeit werden Zeitlupen gezeigt, in der Zeit werden Highlights gezeigt. Ja. Das haben wir natürlich hier jetzt, naja, auch bedingt zwischendrin. Nochmal wieder eine Zeitlupe gezeigt, wie die Ecke zustande gekommen ist und so. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, wenn das in der Bundesliga so gemacht werden kann. So, aber die 2 Minuten sind um, es geht weiter. Genau. Aber wie gesagt, du hast auch schon gesagt, gutes Spiel, geht gut hin und her. Ja. Trotzdem ein faires Spiel. Jetzt fehlt noch bei. Und dann geht es hier ins zweite Viertel. Genau, Henrik Mertens. Ja, mit dem Anstoß. Bringt ihn bei sich zurück. Jetzt. Genau. So. Bisschen zu. Genau. Ah, stark, guter Einsatz hier. Genau darüber muss Polo auch kommen. Das war auch das ganz Wichtigste letzte Woche gegen UAC, dass nach dem Doppelwochenende Alster und HTRC doch so ein bisschen intern besprochen wurde, dass man ein bisschen unzufrieden war mit der Defensiveinstellung und das ging letzte Woche schon los, immer nach hinten geackert und das machen sie jetzt weiter. Da wieder schnell den Ball geholt. Ja. So, die von Kuffelen gelöst. Gegen Robert Buchstern. Stark ausgedreht gegen 3 Leute. So, geh weiter, genau. Ja, sehr gut. Ja, den Schwarzkowski hat es anders gesehen. Nicht so genau. Ganz einverstanden damit. Da würde ich mir wünschen, dass man dann den Blick mal bei so einem Freistoß auch nach vorne sucht, weil da doch ganz schöne Lücken sind. Wobei man sagen muss, Mülheim vergleichsweise zu ja, das war ein trauriger Schuss. Aber wenn man mal ein bisschen guckt, Mülheim schon mehr mit einer Manndeckung als Polo sieht er eher die Raumdeckung. Ich finde das schon ganz interessant. Ist ja immer wieder mein Lieblingsthema. Aber es ist auch gut, ein bisschen variabel zu sein. Das ist ein schöner Schlenzball. Super. Sehr gut, Go. Jawohl, trau dir was zu. Ich finde es auch, ich mag ja Aiden als Spieler sehr. Ich finde, da kann sich manchmal noch mehr zutrauen, weil er echt eine super Technik hat. Ja, ist auch fix dabei, ne? Der ist echt schnell. Ich denke, man kann auch mehr machen. So, weiterhin hier 0-0. Wir sind jetzt etwas mehr als 2 Minuten im zweiten Viertel gespielt. Polo viel über rechts im Moment. Ja, ah, direkt gespielt. Der Björn super. Schedderhe ist immer da. Ah, schade. Ah. Eigentlich gute Idee, so auf dem langen Pfosten. Ah, da war es wichtig, dass der Julius Meyer was Brett drin hatte. Mühlheimer nicht ganz zufrieden, weil sie dachten, der Ball ist schon gefährlich. Also hoch geht es ja beim Hockey eigentlich nicht mehr, aber, sondern nur gefährlich. Und ich hätte schon das ich hätte auch nicht gedacht, weil so richtig. Genau, es muss ja tatsächlich jemand wirklich gefährdet sein. Oh, super geholt mit der langen Rückhand. Ganz stark, 2-mal jetzt. Jetzt sehr gut. Ja.
Ja, Didi ist gut, er ist auch immer. So, da ist Boss auch gut gekommen. Mal sehen, was er macht. Geht nach innen. Ja, oh, das ist ja okay. Ja, vorher Vorteil laufen lassen. Der war dann aber vielleicht keiner. Ja, ah ja. Jetzt. Das Windfeder guckt ganz genau. So schnelle Bälle gehen nicht. Aus, das ist eine Sinn, dass die Kinder keinen abkriegen. Ja, die gucken zum Glück Richtung Ball. Ja, genau. Jetzt wird die nochmal durchgewechselt. Da ist der Ball. Sehr gut, hier ist gute Stimmung. So, Nick Woods wieder dabei. Jetzt kommt die Steib mal auf den Weg Richtung Kreis. Oh, da kann man aber auch, finde ich. Aber vielleicht auch nicht. Jawohl. Weiter, weiter! Ja, in den Nappen. Muss er sein ganzes technisches Können aufbieten. Deutet dann immer mal wieder das 3D-Hockey an. Da kommt ein bisschen zu einfach raus, muss man sagen. Aber jetzt war es auch nicht so viel. Jetzt ist aber sehr eng. Jetzt müssen wir mal irgendwie rauskommen. Das war nicht so gut von Nick. Jetzt gibt es, glaube ich, die erste Grüne. Für, wie der junge Schiedsrichter sagt, absichtliches Fußspiel. Also das finde ich jetzt auch eine sehr, sehr harte Entscheidung. Also er steht ja nur, er zeigt an, dass er mit dem Fuß zum Ball geht. Also das habe ich jetzt nicht so gesehen. Aber, ich habe es ehrlich gesagt nur aus dem Augenblick gesehen, deswegen kann ich dir nichts sagen. Aber musst du mir ausnahmsweise mal glauben. Ausnahmsweise, ja. Gut. Gut, jetzt zwei Minuten in Unterzahl. Genau. So, wenn die Mühlhammer natürlich jetzt versuchen auszuspielen, jetzt müssen wir nochmal doppelt hier richtig. Jetzt muss geackert werden, genau. Ja, genau. Hier hinten steht wohl Ludwig ganz, ganz frei am rechten Kreisrand. Genau den versuchen sie jetzt. Der ist einem abgerutscht. Ja, muss man sagen, du hast es ist ja immer, wenn du den Platz nicht kennst, dann ist er manchmal so ein bisschen nicht so einfach zu spielen. Wenn man ihn kennt, ist er natürlich gut dabei. Schön. Und das ist natürlich. Das ist dann aber genau das Gleiche. Nimmt ihn mit. Nimmt genau. Ihn auch mit. Jetzt kann man natürlich sagen, er war in der Bewegung, aber da hat er natürlich jetzt ganz schön viel Vorteil weggenommen von den Poloranern. Aber ganz interessante Situation gerade, dass Bechi als Trainer gerade Robert Tickes beruhigen musste gegen den Schiedsrichter. Das haben wir ja schon mal anders erlebt. Das gefällt mir gut. Ja, finde ich. Das zeugt, dass man auch mit Ende 50 noch so einen Reifeprozess. Ja, also es gibt ja viele Leute, die sagen, inzwischen ist er viel zu ruhig. Bei uns. Aber das ist ein blöder Ballverlust. Sehr gut aufgepasst. Sehr gut von Kossahoff. Aber gleich wieder verloren. Ja, geht gleich wieder geholt. Gleich wieder verloren. Das ist ein ganz schönes Gefühl da gerade. Warum wieder gegen uns? Und ich jetzt ein bisschen. Okay. So, jetzt höre ich hier von der Technik, dass sie. Score geht. Was war das denn? Oh, das war natürlich glücklich. Schöne traditionelle Rückhand. Ja. Also der Live-Score scheint zu funktionieren. Das war Yannick Eno. Kleine Information. Trotzdem sagen wir es ab und zu mal. Nach dem Spieler von Mülheim. Genau, sorry. Falls man mal gegeneinander gehen. So, jetzt müssen wir eigentlich diese Müller Straftat abgelaufen. Ja, Olli Binder. Ärgerliche Ballverlust hier, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist doof. So, jetzt haben wir kein Helwig. Ja, da hatte Nick Woods seinen Schläger dazwischen, das war wichtig. Obwohl, wir haben einen. Wir haben den Ball, Ball ist bei uns. Okay, dann waren noch zwei dran. Ja, anbieten jemand. Das ist natürlich schon stark mutig gespielt, muss man sagen, durch den eigenen Kreis. So, hier ist aber ein Fuß. Ja. Nein, vorher nur ganz klar in die andere Richtung, sorry, das aber das war ein klarer Fuß gut von Uhlenhorst vorher. Also das ist jetzt wirklich. Ja. Aber auch das gut geht. Ja, Pekasien, aber war jetzt gerade genau. So, finde ich. Wir sind ja eigentlich mal sehr objektiv. Das waren jetzt so zwei, drei Aktionen, die ich jetzt ein bisschen. Tut schon ein bisschen weh da manchmal. Ja, ja, und also deswegen gerade weil wir auf dem Weg nach vorne waren, genau. Endlich mal wieder. Das ist keine Frage. Aber okay, jetzt schnell wieder sammeln. Gut abgegriffen.
Okay, jetzt hat Wiener wieder so ein bisschen Übergewicht. Wir sind ja gut, das ist durch die Überzahl natürlich eben auch so ein bisschen gekommen. Ja, das hat sich wieder eingeschliffen. Genau. Und Polo muss jetzt einfach das Momentum wieder zurückholen. Geackert wird genug. Und da ist der Ball einmal abgefangen. So. Versuchen jetzt, genau. Ja, Ruhe ins Spiel zu bringen, sehr, sehr gut. Hier war Björn Schillerhey eingebunden auf der linken Seite, den neuen aus München. Unser Lieblingsspieler mit der besten Haarfarbe des Teams. Also ihm steht's, uns beiden ja, nicht, ja. Aber ihm steht's absolut. Das müsste also wieder. Ja, schickt Tizi weiter. Sehr gut. Genau, und jetzt ist Krimi Martins in der Mitte nämlich auch frei. Genau, sehr gut da. Gespielt. Sehr gut. Schön ausgewählt. Ja, gut dabei. Jetzt muss er mal was draus machen. Mal eine Ecke holen. Ja, da. Oh. Ich würde mal. Nein. Also vorher. Ja, sieht er auch so. Ich glaube auch, dass er vorher hat es geklappt. Ja, also muss ich auch sagen. Na gut. War ein bisschen schon, aber ich finde es jetzt ein bisschen, summiert sich gerade ein bisschen. Das fand ich jetzt, eigentlich müsste erst hier der andere Schütze noch besser sehen, aber das war jetzt für mich jetzt. Ja, Pfeifen darf es nicht immer anzeigen, kann nee, genau. Ja, sehr genau. Stark geholt von Nick Wurz, da sieht man schon, was er für ein wichtiger Spieler er ist. Aber Polo jetzt tatsächlich wieder mit besserem Zugriff. Ja. Der ist auch gut. Golden auf Steib und da ist. Den hatte ich allerdings auch so. Nee, das war ja. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl. So, noch 5 Minuten 30 im zweiten Viertel. Es steht 0-0 für alle, die jetzt frisch reinkommen oder kurz mal weg waren, weil unser Live-Scoring nicht funktioniert. Doch, funktioniert. Funktioniert wieder. Ja, hatte ich gesagt, aber da warst du gerade. Nichts mehr. Nee, da hattest du gerade mit einem jungen Mühlheimer gesprochen. Ach so. Und ich habe immer versucht, so dein Live-Score geht wieder. Deine Aktion, deine Sache war auch deutlich wichtiger als meine, aber der Live-Score geht auf jeden Fall wieder. Sehr gut. Oh. Ja. Aber gleich wieder hinten ran. Ja, gut. Wichtiger Ballgewinn von. Ja. Ben Schirmacher war das mit der 9 von Mülheim. Sehr gut, ganz stark geholt. Oh, jetzt macht sich Nick gerade ein bisschen das Leben schwer. Ja, aber holt ihn wieder. Ja, das war man wichtig. Merkt schon, dass er jetzt auch einmal nur trainiert hat die Woche. Sehr guter Ball. Schade, leider ein bisschen super hinterhergeackert. Ah, da war Duxche ganz schön unter Druck, aber hat sich da noch lösen können. Mal gucken, ob wir vor der Pause noch einen Treffer sehen auf einer oder anderen Seite. Ja, nur wenn du auf einer Seite, hey, auf der anderen möchte ich keinen sehen. Klar, dass wir das bevorzugen, aber es würde im Spiel ganz gut tun. Ein Treffer jetzt. So, gut. Ja. Mein Gott, also es ist wirklich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, dass ich mich schon ein bisschen irgendwie ärgere. Der Ball war auch aus. Genau. Aber das sind jetzt so ein paar Pfiffe, die echt ein bisschen mühsam sind. Gut, muss er jetzt mit leben. So. Müller beruhigt das Spiel ein bisschen. Wieder. Gut gelöst da. Sieht man Mülheim auch sehr stark. Doppeln sehr gut. Ne? Wenn Cheddar hier jetzt mal durchgeht, hier nach links, da ist viel Raum. Ja, ein bisschen zu kurz von Nick Wurz, aber der holt ihn halt immer gleich wieder. Das ist echt. Das ist das zweite, dritte. Oh, der ist wieder ein bisschen kurz. Aber er ist schon auf dem Weg. Nick Wurz on a mission. Ja,
gut wieder auch von Kohle, jetzt aber gedoppelt. So, 2,5 Minuten noch im zweiten Viertel, bevor es dann zur Halbzeit geht. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, dass du auch bei so erfahrenen Bundesliga- und Nationalspielern siehst, wenn die mal tatsächlich ein paar Wochen Pause haben, dass dann teilweise der... Oh, ganz wichtiger Save hier. Ja, sehr gut von Jan. Jan. Gut. Stark. Dass dann sogar bei Supergeil. Denen die Bälle teilweise eben nicht mehr hundertprozentig sind, sondern sie dann ein bisschen brauchen. Und jetzt gibt es offensichtlich nochmal eine Karte, diesmal aber für Mülheim. Grün gegen... Ich glaube hier... Habe ich nicht gesehen, aber warum war 15 wahrscheinlich, oder? Aber jetzt kriegt er grün und Freistoß für, also die Pfeifen Schläger stellen. Na gut, das war eine andere Situation, die er da bewertet hat. Aber also ich glaube, es war der Yannick Geno, der Junge, den sie jetzt auf die Bank gesetzt haben. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ja, Robert Tickes zählt auch nochmal nach. So, jetzt ist nicht mehr klar, wer die grüne Karte bekommen hat. 6, 7, 8, 9, 10. Also Mülheim ist mit einem zu viel auf dem Platz. Gerade. Und haben Glück, ja, dass noch nicht angepfiffen wurde. Ja, dann ist es nämlich die gelbe Karte für den Kapitän. So ist es, genau. Wie wir das leider auch schon bitters erfahren mussten beim Europacup in Holland. So, jetzt also Polo in Überzahl. Das war ja aber nett von Robert Tickes. Hätte er einen Moment warten sollen mit der Geschichte, dann hätte er seiner Mannschaft eine kleine Überzahl beschert. Gutes Brett hier. Ja, Tizi Müller, ne? Genau. Da ist ein Fuß. Schreibt auf Segen, sagt Dide van Puffelen, dass da ein Fuß ist. Ja, aber es müssen wir trotzdem klarer spielen. Ja? Wir brauchen jetzt nicht, also haben wir Überzahlspiel und dann so. Ist schon nicht ganz ohne, ne? 90 Sekunden, die müssten eigentlich komplett Überzahl sein. Ich glaube, ja. Es waren ziemlich genau zwei genau, Minuten. Genau, genau, genau. Ja. Da müsste Pule jetzt was draus machen. Das wäre sehr wichtig. Ja, und die Binder, da ist keiner. Pepe jetzt zu breit, Pepe zu breit, jawohl! Ja, ein bisschen hin und her. Also noch ist eine Minute Zeit. 70 Sekunden. Ja, da hat Mo Ludwig drauf spekuliert, auf den Ball Richtung Olli Binder. Dann muss es halt so gehen, genau. Ups. Klasse Menk nicht erfolgreich. Gut geholt. Gut, sehr gut. Ja, aber gefährlich. Lange Ecke nochmal. Lange Ecke. Es sind noch 36 Sekunden. Die Simula. Ja, gepfiffen. Ja, der Unruhe wird größer. Sekunden. Ja, das ist eigentlich frei. Ja, war leider zu hoch. Schade. So, jetzt sind wir schnell zurück. 13 Sekunden noch. Das sollten wir ja, jetzt aber so. Lukas Windfeder sieht natürlich auch die Uhr, die steht direkt genau. Neben ihm. Und er weiß, dass seine Jungs immer noch in Unterzahl sind. Kommt einfach nur der lange Schlenzer. Und das. Oh, da war es dann doch nochmal ein bisschen. Ja, wobei ich jetzt gesagt hätte, die standen nie 5 Meter auseinander, aber egal. Gut, ja, also am Ende jetzt ganz schön aufregend, fand ich. Auch. Ja, muss man fairerweise sagen. Wie gesagt, wir halten uns ja immer sehr mit Schiedsrichter. Wir haben im Moment nicht so eine Linie gerade gehabt. So ein paar Themen. Müssen mal klarere Statements, finde ich. Wenn du einen rausstellst, dann muss ja klar sein, wer rausgestellt ist. Sie fragen irgendwie alle, wer ist denn draußen? Und ich glaube, da müssen jetzt mal ein bisschen, die müssen ein bisschen das Spiel nicht jetzt in den Sinn an sich reißen. Ich weiß nicht, wie viel Spiele Pascal Wetzel schon hat. Ich glaube, der ist relativ jung. Der lernt natürlich aus solchen Spielen auch. Und Malte Helwig erzählt ihm auch gerade einen Text. Also das ist ja auch etwas, was dann dir hilft. Ja. Ich glaube, Mülheim musste sich jetzt eigentlich gerade gar nicht beschweren. Nein. Da waren doch viele Geschichten. Und Bechi ist jetzt auch nochmal bei ihm. Bechi ist jetzt auch nochmal beim Schiedsrichter und erzählt ihm ein bisschen was. Also er kriegt jetzt gerade von allen ein bisschen Nachhilfeunterricht. Das ist ja auch nett. Ja, ist es. Gut, dann würde ich sagen, ja, gutes Spiel gesehen. Ja. Also jetzt nicht so viele Torchancen, muss man sagen. Mülheim fiel so ab und zu im Kreis war ein bisschen gefährlicher. Wir waren noch nicht so richtig griffig dran.
im Kreis, aber also spielen eigentlich gut. Genau, noch keine richtig hochkarätige Chance, auch noch keine Ecke erarbeitet. Ein bisschen erarbeitet. Das Spiel gegen UAC so, wo du sagst, so, wir hatten es ganz gut so dann im Griff. Und ich glaube, für die Jungs ist im Moment immer sehr, sehr wichtig, was auch die Trainer sagen, dass einfach sie defensiv erstmal gut stehen. Genau, das ist also das Entscheidende. Das finde ich nämlich jetzt auch. Die Null steht zur Pause. Genau. Das ist das Wichtigste. Und da waren ja gute Ansätze. Also muss einfach im Kreis, am Kreis, am gegnerischen Viertel, muss der letzte Pass noch mal ein bisschen akkurater und genauer sein. Da gab es leider so ein paar Dinge. Und da merkt man dann eben auch, dass ein Wutz ein paar Monate schon nicht gespielt hat. Da war ja dann die Pause dazwischen und danach ist er noch nicht wieder reingekommen. Und dann merkst du halt, dass auch bei so einem Mann dann ein Ball mal nicht hart genug ist oder nicht lang genug ist. Und das war bei einigen so. Und ich glaube, das kann sich nach der Pause locker ändern und dann wird es hier richtig interessant. Und jetzt machen wir eine Pause. Jetzt machen wir eine Pause. Alles klar. Wir sehen uns in schon ein bisschen knapp 8 Minuten wieder. So ist es. Wir melden uns zurück.
Mannschaften sind zurück, wir auch. Genau. Die Schellmeister noch auf dem Weg zu ihrem Platz, wobei unser Keeper auch noch nicht fertig ist. Insofern dauert das noch einen kleinen Moment. Der packt da hinten noch irgendwelche Sachen ein. Ich hoffe, der reißt nicht ab. So ein bisschen Schalk im Nacken hast du ja auch. Ja, ne? Ja, heute, ich weiß auch nicht. Sein, also ein paar aber nur Sachen, heute. Echt. Halt mich da zurück. Nein, ich finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ich bin ja immer so ernst. Wie du lügen kannst. Ich bin ja immer so ernst. Ja. Von daher ist es gut, wenn einer wenigstens hier ein bisschen Spaß reinbringt. So, unser Torwart ist auch fertig. Setzt jetzt noch seinen Helm auf und dann geht's hier weiter. Gast, für die, die ihn nicht kennen, Gazi wird er hier genannt. Und weiter geht's. So, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das Spiel verändert. Gleich guter Ball, so traut er was zu. Inzarikaya, du möchtest ja immer, dass er sich was zutraut, tut er aber, tut dir den Gefallen einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Er ist technisch ja wirklich gut. Aber du musst ihm das vielleicht mal direkt sagen. Ja, das wird jetzt schwierig, ne? Aber jetzt hat er einen guten Ball gespielt hier. Oh, gut gemacht. Ja, Björn, ja, den lässt er nochmal raus. Lange Ecke. Lange Ecke. Harter Ball. Oh, da muss es eigentlich. Boah, also. Na, meine, ich habe gerade eine Nachricht von meiner Tochter bekommen. Die du sollst aufhören. Ich soll nicht zu streng mit den Schiedsrichtern sein. Ich lasse es dann auch. Aber ich fand, der war jetzt. Auch wenn der eigene Mann übrigens gefährdet wird, ist das auch gefährlich. Also, aber gut. Aber deine Tochter ist auch immer sehr, sehr vernünftig mit den Schiedsrichtern, das muss man sagen. Die hat ein Herz für Schiedsrichter. Stark geholt. Oh, ja. Auch eine Behinderung. Ja, aber wieder alle zurückgelaufen. Genau, sehr gut. Und wieder gedoppelt. Das ist natürlich ein starker Ball. Der ist schwer. Ein bisschen aber zu gute Idee. Gut, eine geile Idee, muss man sagen. Finde ich. Super Seitenwechsel. Oh, und das die liegen. Für Björn Schiller, hey. Wie wir jetzt ja alle wissen. Ja. Nur nicht alle sagen. Genau, brauche ich mir nicht. Ja, blamier ich mich. Bleib innen, Leon, bleib innen! Geh so, reicht Willi, reicht Willi! Nein, nicht der Wechsel! Ich würde mal sagen, das ist ein kompetitiver Rückpass, aber. Oh, da haben wir aufgelöst. Ja, es ist auch. Also Müllheim steht gut hinten, da sind nicht viele Lücken. Nee, das ist echt absolut. Schwierig, da reinzuspielen. Und tatsächlich die Manndeckung da eben verhindert, dass wir da sehr, sehr effektiv kontern können. Gut geholt. Robert Tigges fordert hier noch ein bisschen mehr Einsatz. Oh, stark, gut, schade. Gut geholt, schade. Wieder gut gedoppelt hier. Ja. Ja. Ja, schöner langer Schlenzer von Julius Meyer auf Moritz Wittrich. Gut abgeholt von Schöder Hey. Ganz stark. Zweite Merkens Bruder, die können beide dribbeln. Ja, genau. Da war dann ein Schlägerstellen oder ein Schlägerfoul dabei. Sagt Russell Kane auch nochmal. Russell Kane oder Kane Russell? Kane Russell. Egal. Er weiß schon, wie ich meine. Oh, stark, Leon. Genau, das wollen wir sehen. Ja, also genau. Das mindestens ein Freistoß. Freischlag. Ja, ich glaube, das wird jetzt eine ganz wichtige Phase hier, weil es jetzt ein bisschen hektisch werden kann. Es wird auch ein bisschen lauter. Ein Doppelpass hier gespielt. Der war im Aus. Der war im Aus, genau. Ja. Ich glaube so. Gut gesehen. Von mir? Ach, vom Schiedsrichter. Auch vom Schiedsrichter. Okay. Ja, ich dachte schon. Wieder jetzt in diesem Spiel doch sehr deutlich, dass geguckt wird,
Habe ich da eine Anspielstation? Habe ich nicht. Der ist sehr schön, der Ball. Das war richtig. Ja, das war Lukas Merkens, der nach hinten gearbeitet hat. Ah, gut von Nick Woods. Gut gespielt hier. Jetzt muss er nach rechts kommen. Bosserhoff. Der ist natürlich ein geiler der ist Ball. Sehr schade. Geil. Schade, ja. Aber das ist auch. Ja, er zeigt es auch an. Neuseeländischer Style wird alles versucht. Polo wieder ja, ein bisschen jetzt offensiver. Ein bisschen aggressiver, genau. Ja, da ist er. Sehr gut geholt. Und jetzt aber. Oh, nein! Das gibt's nicht. Aber nochmal gut geholt. Schade. Oh, ist auch selten, dass ihnen das passiert. Und jetzt. Schade, das war ein Riesending. Also wirklich eine große Chance. Ja, absolut. Polo dran jetzt. Super von Leon. Ich glaube, jetzt könnte er mal abschließen. Nochmal. Ja. Gut. Da ist die Ecke. Ja. Pech ist gestolpert, ne? Ich habe es nicht genau gesehen, aber. Ich konnte es nicht sehen. Ja, ich glaube, er ist in seinen eigenen Ball gestolpert. Ja, Mühlheim aber nicht zufrieden damit. Dennis Holthaus. Ja, ich weiß nicht, ob Mühlheim sagt, da war ein Foul dabei. Also. Gut, aber scheinen sich, wie auch die Kollegin, scheint sich nicht irgendwie. Ja, sie reden gerade miteinander auf jeden Fall. Michel hält auch da. Malte Helwig auf Abstand, weil sie gerade was erklärt. Die Ecke scheint jetzt aber erklärt zu bleiben. Und dann, genau, spricht mit ihrem Co-Schiedsrichter und dann erzählt sie eben dem Spieler, was sie gesehen hat. Das ist souverän. Jetzt. So, jetzt ist aber 40 Sekunden auch rum. So. Da ist er drin! War auf jeden Fall nicht gewollt. Das ist auch selten, dass. Das hättest du jetzt sagen müssen, dass es eigentlich eine Variante war, die du dir ausgedacht nein, hast. Nein, also das. aber er pfeift da runde Seite. Tatsache. Er pfeift runde Seite und das muss ihm aber. Also alle Mühlheimer drehen sich weg. Das ist also, das, ich habe jetzt keine leider, da wird, also dass sie von muss, da hinten rund ja, anzeigt. Kann nur das sein, weil er hatte ja schon Tor gepfiffen. Also sie zeigt es von hinten an und das ist eine ganz normale argentinische Rückhand. Vor allem, wenn es eine runde Seite ist, dann kriegst du den Ball gar nicht so hoch. Du musst ja mit der Kante drunter kommen. Also die Flugkurve, also das kann gar nicht funktionieren. Nicht runde Seite. Also ich glaube, das tut mir leid, da haben die beiden, liegen die beiden einfach falsch. Wir können es nicht in der Zeitlupe sehen. Wir würden es jetzt so gerne mal zweimal in der Zeitlupe sehen. Was sagt die Zeitlupe? Tor oder nicht Tor? Man kann es pfeifen, sagt hier unser Technikchef. Okay. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Nein, gar keinen Fall. Oh ja, also. Ich weiß gar nicht, wie man mit einer runden Seite, weil dann, wenn er wirklich rund ist, dann kannst du ihn nicht so hochkriegen. Das ist meine Meinung, aber okay. Ich kann die argentinische nicht von da. Beide nicht. Aber du versuchst es selber. Ja, das heißt ja nichts. Na gut, da muss man jetzt mit leben und weiterspielen und weiter. Es muss dann eher nochmal eine Motivationsspritze geben. Und sehr gut, da ist er wieder mit Fuß. Und das ist übrigens das gleiche wie bei Tizi Müller. Der nimmt den Ball Fuß auch mit. Jetzt gibt es die Karte für. Ja, ist nochmal grün. Für Jonas Seidemann. So, jetzt wird es auf jeden Fall generell hier ein bisschen unruhiger. Das wird jetzt eine harte Aufgabe hier für die Schiedsrichter. 8,5 Minuten noch im dritten Viertel. So, ich muss es aber ruhig weiterspielen.
Ja, bei Ballverluste. Bei der letzten Überzahl hat Müller das gut wegverteidigt. Mal gucken, ob Polo da jetzt eher eine Lücke findet. Ja, Bossi von der Seite, sehr gut gemacht. Der ist dann nach wie vor. Ja, mal wobei das Schläger. Ja, ja, danke. Da ist die Ecke, das ganz klar. Also ich muss, sorry, ich weiß, ist kein Abstand. Definitiv kein Abstand. Ja, wir können es ja leider immer nicht überprüfen. Das war Pepe Steinau. Also wenn jetzt Mülheim sich noch weiter irgendwie beschwert, im Moment würde es mich sehr wundern. Ein langer Schlenzball jetzt. Ja, ja, genau. Klarer Fuß. Das ist auch so ein junger Wilder. William Sander. Übrigens deutscher Nationalspieler. Okay. Schon ein paar Jugendländerspiele, ist jetzt 19. Ja, schon wieder. Schön aufbauen hier, rechte Seite. Ja. Da ist er, genau. Ah, und jetzt? Ui. Oh, oh. Und am Ende noch an Pfosten. Naja, da war wohl Fuß, aber es war Pfosten, der erste Schuss, ne? Ja, aber nochmal Abpraller. Aber jetzt ist wirklich Polo gut dran. Ah, natürlich stark gekehrt von Felix Damberger. Der hat jetzt schon ein-, zweimal da den Mülheimern das 0-0 gerettet. Ja, gut, gute Abwehrleistung von Krimmel Bartels. Sehr gut. Cool, jetzt versucht natürlich Mülheim die Zeitstrafe irgendwie runterzuspielen. Das kann jetzt eigentlich nicht so lange sein, leider. Da war sie wieder komplett. Ja. Genau. Ja, das war so nicht klar. Wahnsinnige Akustik auf dem Platz, Kommunikation, wahnwitzig. Ein total intensives Spiel, also sowohl akustisch als auch vom Geschehen auf dem Platz. Gefällt uns natürlich gut, also es macht natürlich auch Spaß, so ein Spiel sich anzugucken. Oh, gefährlich jetzt. Das war artistisch, wie Bosserhoff da gerade in den Spagat ging. Ja, gegen Golden. Junger Schotte, glaube ich, ne? Ja. Genau. Oh, gut gespielt. Hier muss er jetzt mitnehmen, genau. Da ist Golden und da überholt Bosserhoff. Gut gemacht. Das war stark, aber jetzt sehr gut, ja, zu Recht. Also wenn da verstehe ich jetzt wirklich nicht, dass gemeckert wird. Das sind zwei Schläger, Fouls, ne? Dass du meckerst, ist normal, glaube ich. Du willst immer so ein bisschen. Aber ich glaube, da ist auch so richtig, das Letzte ist da bei Mülheim jetzt auch gerade nicht zu sehen. Aber gut gekontert. Ja, auch die Frage. Ich glaube, Windfeders Aktion war noch okay, aber Jonas Seidemann kam dann von der Seite und hat den Schläger mitgenommen bei dem Abwehrversuch. Weiß nicht, was er jetzt gepfiffen hat, aber für mich war das jetzt das ist auf jeden Fall an der Ecke. So, mal jetzt mal gucken. So, mal gucken, eben ist ja Kane nicht so richtig unter den Ball gekommen. Nee, das war eine interessante Variante auf jeden Fall, die dabei rausgekommen ist. Ja. Letzte Woche hatte er eine 100%-Quote, 3 Ecken, 3 drin. Eben hatten wir eigentlich auch eine und eine drin. Aber ja, genau. So, schauen wir mal. Nur nicht von ihm. Oh, mal gucken. Sie verschieben immer das eine bisschen noch. Ja, der geht auf jeden Fall offensichtlich an Schläger. Also, das war Moritz Ludwig, glaube ich. Ja, gut abgelaufen, aber ich weiß jetzt ganz ehrlich. Also ich fand auch nicht, dass es nach Schläger klang, aber gut. Also, es hat auch kaum Proteste gegeben bei Polo. Naja. Hat? Ist doch? Ja. Ja, ich gucke da nicht so. Du weißt ja. Ja, aus, genau. Boah. Ah, das wird jetzt nochmal richtig schön gerätiges Spiel werden. Da können wir auf jeden Fall, ab 18 jetzt noch 4,5 Minuten im dritten Viertel. Also wahnsinniges intensives Spiel. Wieder ein langer Schlenzer, oha. Oh ja. Vor dem Kreis am besten.
Sehr gut. Abschlag, genau. Das passiert mal der Helwig auch nicht so häufig. Nein, Abschlag ist gepfiffen. Genau. Hätte ich jetzt auch. Also ganz eindeutig Malte zuletzt am Ball. Hugo Inges hier relativ weit hinten für seine Verhältnisse. Schade, gute Idee, über rechts rauszugehen. So, jetzt muss hier aber einer zu. So, da kommt Bossachoff wieder zurück. Also sehr kurze Pause, muss man sagen. Ja, der braucht aber auch nicht viel. Oh, das passiert das auch, selten. Ja. Aber selbst wenn er angekommen wäre, der stand einer zu dicht an, Steibi. Drei Minuten noch in diesem Viertel. Spiel weiterhin sehr intensiv. Nein, sorry. Es ist wirklich ein einfacher Abwehrschlag. Andererseits müssen diese Spiele auch pfeifen, um sich zu entwickeln. Ist auch in Ordnung, aber oh, der ist stark. Ja, sehr guter Ball. Oder? Aber sehr gegeben. Ja. Das ist die Ecke. Die vierte für Mülheim. Drei in Folge hatten sie gleich in der ersten Minute. Ja, Windfeder kommt ganz gemächlich angetragen. Da haben sie leider nicht ganz aufgepasst. Wo Ludwig sich gut vom Acker gemacht da hinten. Wieder Windfeder und Helwig. Bisher immer Windfeder, jetzt Helwig. Ja, aber richtig abgewehrt. Geil gehalten. Sehr gut aus der Luft weggenommen. Da war nichts gefährlich. Weil er geile Reaktion. Ja, das auf jeden Fall gut gehalten, aber ist natürlich den. Da kann ich schon verstehen, dass sie nicht ganz einverstanden Nein, sind damit. Also, weil es ist schon. Aber für mich, also ich meine, er nimmt ihn vor ihnen ja, aus der Luft. Okay, ja. Und auch nicht so, dass er die beide dabei gefährdet. Und also kann man schon so laufen lassen. Wir sind uns einig, ich hätte auch geschrien. Gut gedoppelt auch. Ist gut auf Meier. Ja. Meier hat aber auch mal Nationalmannschaft gespielt. Ja, auch einer, der sehr, sehr viel Verletzungspech immer hatte. Okay. Sonst wäre er auch zu mehr Länderspielen gekommen. Das war sehr gut. Stark hier der von Nick Woods den Schlenzer gleich abgefangen. Und dann auch hier gut hinterher. Ja, ich habe doch gesagt, ey, soll man nach vorne spielen. Ja, das ist genau das wolltest du, ja? Das macht er jetzt auch. Ja, da war ein Fuß am Kreisrand. Den hat gar nicht gesehen, aber Michel auch nicht. Gut zurückgeholt wieder. Ja, muss man sagen, Defensivarbeit stimmt allemal. Ja. Aber Mülheim ist natürlich auch immer brandgefährlich, da muss man auch nicht sagen. Ja, geile Konterstürmer, ne? Auch wenn Herzbruch nicht dabei ist, aber Malte Helwig ist schon auch ein sehr guter Konterstürmer. Da ist er drin. Da ist er drin. Und da ist er drin. Das war natürlich ganz stark. Hier rechts das Ding noch geholt. Ja. Schön reingetankt. Und dann schön abgezogen von Paul Smith. Ich glaube, es war noch jemand dran. Es war auf jeden Fall noch jemand dran. Regie, können wir noch sagen, wie der Torschütze, weil wir konnten es nicht sehen. War Paul, ist er direkt reingegangen? War keiner mehr dran, Funke? Da war doch, hat noch einer reingestochert. Es wird hier nochmal geprüft. Aber ich meine, der Treffer gehört ohnehin dann zu 80% Paul, weil er sehr, sehr geil sich rechts im Kreis durchsetzt. Ja, das war sehr stark. Ganz wichtig. So, knapp 50 Sekunden vor Schluss. Ja. Eche fördert hier jetzt gerade jetzt Konzentration. Genau, weil es sind noch 45 Sekunden im dritten Viertel. Und dann ist es oft so, nach so einem Tor ist die Konzentration ein bisschen unten und dann fängt man sich ein, weil man gerade ein bisschen euphorisiert ist. Ja.
sehr gut von Steil, wie gute Arbeit. Das muss der Erfolgsschlüssel bleiben, dass sie wirklich stark nach hinten arbeiten. Immer weiter nach hinten arbeiten. Das ist die Entscheidende. Das ist das Entscheidende heute. Du musst halt echt heute Kilometer gehen. Die Jungs sind auch fit genug, auch wenn sie morgen nochmal ein mega schweres Spiel natürlich gegen Rot-Weiß Köln haben. Das ist natürlich ärgerlicher Fehler. So, 8 Sekunden. Ja, das ist bitter für Müller. Das sollte dann reichen jetzt. Ja. So, das war ja, wie wir schon gesagt haben, die Hektik wird größer jetzt. Jetzt ist natürlich die Unzufriedenheit da. Jetzt wird noch mehr gequatscht werden mit den Schiedsrichtern. Aber ich finde, es ist klar, Mülheim immer gefährlich. Hatte die Ecke davor, aber das Spiel an sich ist total fair. Es ist extrem intensiv und dadurch sind da auch viele Situationen, die strittig sind. Es sind auch gerade von beiden Mannschaften Spieler bei den Schiedsrichtern und haben noch was zu erklären und zu erzählen. Das ist, glaube ich, normal bei so einem Spiel. Und mal gucken, ob das Momentum jetzt reicht. Mülheim wird sicherlich ein bisschen was umstellen nochmal, dann gerade in der Schlussphase. Ja, wird jetzt nochmal intensiv. Ist sowieso schon mega intensiv. Es ist ein unglaublich gutes Hockeyspiel. Also man merkt einfach, dass da richtig viele gute Hockeyspieler auf dem Platz sind. Technisch auch brillant. Echt gut, lösen sich da aus diesen Situationen und dann dieses unfassbare Tempo. Immer hin und her und wird schnell gearbeitet. Und ja, jetzt sehen wir hier beide Trainer natürlich, Tschaikowski und auch hier bei Polo Robert Tegis, welche natürlich sehr auf die Jungs einreden. Und natürlich auf der einen Seite geht es jetzt natürlich viel darum, dass sie den... Ist es tatsächlich Windfeder, der da vorwiegend redet. Ne? Ja gut, aber jetzt sehe ich gerade Genau. Also es aber klar. Es ist dann, finde ich auch immer ganz spannend, bei einigen Teams sind es ja so die Führungsspieler, die dann vor dem letzten Viertel oder so in den entscheidenden Phasen was ansagen. Ja, ja. Und bei Polo ist es Robert Tigges, der gerade, glaube ich, ununterbrochen redet seit Beginn des Viertels, der da ganz viel transportiert und hören aber auch alle zu. Also, ja, gerade nochmal einschwört jetzt. Man ist jetzt, das ist natürlich auf der einen Seite, muss man jetzt sehen, dass man den Kopf nicht verliert und weiter das auch teilweise spielerisch löst. Genau. Auf der anderen Seite eben geht es halt auch über wahnsinnig viel Einsatz. Natürlich auch taktisch jetzt und auch mal dann schon den einen oder anderen Schlenzball mal einstreuen. Ich fand die Defensivleistung halt ziemlich gut bisher. Ja, also es wäre jetzt ein Fehler zu sagen, wir müssen noch defensiver stehen. Nein, das sondern will ich auch nicht machen. Wegverteidigen. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn man versucht, zwischendrin nochmal aufs zweite Tor zu gehen. Weil es kann sein, dass eins nicht reicht. Aber guck mal, hier schöne Geste von Hugo Inglis und dem Schiedsrichter. Jetzt haben sie es noch einmal besprochen, abgehakt, abgeklatscht. Er sagt, ich habe es so gesehen. Oder die Schiedsrichterin Hugo sagt, ist halt so. Und dann ist das Thema jetzt auch muss auch abgehakt sein. Ja, bei Polo hat er eine jetzt gute... Gerade ganz nett Malte Helwig und Hugo Inglis, mit den beiden mit der 29, die dieses Tour nämlich auch nochmal besprechen. Und Malte sagt, scheiße, glaube, da hätte ich mich auch geärgert, wenn man die weggewürfen worden wäre. Aber gut. Weiter geht's hier. Das gefällt mir halt am Hockey so gut. Dass, also die kennen sich halt alle von unfassbar vielen Länderspielen die letzten Jahre stark von Dieter Verpuffelen. Oh, da können wir, der ist gar nicht schlecht. Der Torwart gut. Macht natürlich gut mit. Ja. Aber ich muss auch sagen, Dieter macht heute ein gutes Spiel, ackert nach hinten und man merkt, hat er so richtig die Klasse immer noch nicht, ist es nie so ganz 100%, aber manchmal zeigt das an, wie gut er ist. So, jetzt, da sieht man hier Paul Smith sehr nach hinten und zusammen mit Niklas Bossoff sehr gut abgeholt. Langes festhalten. Brett von Bossoff. Gut. Lasse Mink. Genau. Nee, Lasse Mink gerade nicht, aber... Nee, Aiden Sarikaya, sorry. So, da ist... Den wollte er... Schade, gute, super Idee, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Weiterspielen, weiterspielen, das weiterspielen. Das Bossoff gegen Helwig. Die kennen sich natürlich seit, weiß ich nicht, gefühlt seit der Geburt. Ja, sind auch zusammen in der Jugend Deutscher Meister geworden. Das ist natürlich immer so, das sind spannende Duelle dann. So, das ist richtig jetzt. Bald halt ihn mal rechts fest. Genau, geh da mal rein, du bist noch schnell genug, Paul, komm. Schade, super Ball, super. Taucht steif dran vorbei. Aber gut gemacht, um die Variante rein zu flanken. Schön flach vors Tor, tolles Ding. Ja.
Ja, das ist genau richtig. Polo schön weit vorne drauf, ja, lässt die gar nicht zur Entfaltung kommen. Weil sie aufpassen, dass sie da nicht zu offen sind. Genau, jetzt schon wieder kein Anspielpartner da. So, jetzt mal Glück gehabt, über den Fuß dann doch zum Mitspieler gekommen. Oh, der ist Meier, der ist gut über, auf den Sender. Aber ganz sauber geholt von Björn. Björn Zetterhill, stark gemacht. So, jetzt einer war da entgegenkommen, helfen. Da ist wieder Björn. War gut mitgelaufen, den kann er jetzt einfach mitnehmen, genau. Und dann muss er irgendwann mal einmal kommen zum Helfen. Oh ja, geht nochmal gut. Geht. So, mal wieder Ruhe reinbringen, genau, sehr gut. Dann die sieht man da. So. Hinten rum aufgelöst. Oder so, auch gut. Gemacht, Wasserhoff. Oh. Ja, es sieht, okay, meine auch ein bisschen leichte Schweißausbrüche. Ja. Aber gut, das ist eine coole das, Socke. Das sind ne? die Bälle, wo du mich anbrüllst, wenn ich das mache. Ja, du machst ihn auch mal so direkt weiter. Da ja, ich weiß, ich muss ihn annehmen. Ich hab's verstanden. Zwei Kontakte. So, jetzt spielen sie es hier ganz gut. Denn da kommt der Schlenzball. Ja, der ist aber der sehr ist hübsch. Super gut. Der ist sehr hübsch. Ich hätte jetzt gesagt, vorher schon keinen Abstand, aber gut. Ist für Mülheim. Die Kaspin-Feder jetzt wieder mit dem langen Ball. So, das ist zu einfach. Aber da ist Diede, aufgepasst. Buffelin, genau. Verfolgt von gut Wolu gespielt, Weg. Schön schnell, schade. Ja, aber das ist auch ungewöhnlich. Ja, dass sie, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Vorhand kommt. Oder ja, aber dass Hugo Innes den nicht festmacht, ist ja, eher ungewöhnlich. Sollten Sie aufpassen, der Mo Ludwig geht gerade wie bei dem aber in einer Ecke sehr weit nach vorne jetzt. Aber gut nach hinten gearbeitet wieder. Hier übrigens gerade Maximilian Stahmann. Das sind auch so Namen, die man in der Bundesliga noch nicht so viel gesehen oh, hat. Oh, super geholt von Krümel. Ja, sehr richtig, gut. Richtig, genau. Björn wieder. Oha. Oh, ungewöhnlich. Sehr auch. Ungewöhnlich für Tizi, aber mal gucken. Meine Herren, also das ist ja wirklich. Ja, die haben die Nerven. Wir haben sie nicht, aber die haben sie. Guck mal. Sehr gut gespielt, ganz ruhig. Nick Wurz. Ja, ah, der ist gut dabei. Sehr gut gespielt. So, komm, mit deiner Schnelligkeit mach doch mal was. Ja, zumindest eine Ecke holen, ne? Ja, hat er versucht, gut, hat er gut gemacht. Aber gut auch dann in den Schläger reingebracht. Wichtig. Ja, jetzt aber schnell zurück alle. Überrascht, dass Polo so offensiv ist. Ja, Malte Helwig da dann. Oh, das müsste aber unser sein. Ja, hätte er anders umgucken. 10 Minuten noch, genau. Unser, ja, genau. Genau. Oh, der ist natürlich ganz, ganz übel. Und ganz tief von Windfeder. Aber der ist natürlich aber richtig, auch richtig wichtig. Ah, war doch ein Fuß. Okay, aber wichtig von Nick Wurz. Weil der wäre zentral in den Kreis gegangen. Ja, da müssen halt diese Ballverluste Windfeder nach vorne. Mit dem langen Ball, da geht Wasserhoff zwischen. Jawohl. Ja, Nick Werner hier, übrigens ja auch sehr gut. Bruder von unserem ehemaligen Mitspieler hier. Achso, ja, stimmt. Genau. Oh. Das sind die Schlenzer, die wir gerne hätten. Einmal über den Platz. So. Ja, Ludwig tritt er an. Sehr gut. Da ist ja, der Fuß. Da glaube ich, ja. Ja, das genau. Hat sie auch gesehen. Ah, ja. Ja, mit seiner ganzen Erfahrung beruhigt das Spiel. Es waren mehrere Schreie, die gewollt hätten, dass er gleich spielt, aber. Gut gemacht von Leon, bleibt da rechts schön. Genau. So, okay. Da bleibt doch da genau. Jetzt macht er das, was du willst. Der spielt da ist nach er vorne. So ein geiler Ball, er kann das genau. Nämlich. Leider Fuß von Paul Smith.
Oh, der war wichtig. Stopp von Bosserhoff. Sehr stark geholt. Gut gemacht. Oh, leider verstoppt. Ja. Ich glaube, da hat Paul gedacht, da ist hinter noch einer, den er anspielen kann. Mülheim wechselt hier nochmal komplett durch. Ah, stark gemacht von Merkens. Oh, das ist ja zum Glück für uns verstoppt, aber ja, sehr stark gespielt. Ne? Stark gekontert. Julius Meyer, den rutscht er hinweg. Ja. Sehr cool spielen sie das. Hier muss jetzt einer kommen. Jawohl, so ist gut. Gut. Ja, Baker, auch so ein. Ah, da ist ein Körperkontakt, aber wieder Baker. Ah, der ist für uns. Ja, genau, der ist. Bleibt da rechts, nicht wieder nach hinten rein. Genau, da geht er doch mit Leon. Guck doch mal rechts. Gut, man sieht es von hier oben ein bisschen besser. Ja, das ist. Jawohl. Sehr starker Ball. Jetzt. Irgendwie. Es wurde jetzt hier vorwiegend aus dem Publikum ja sehr stark gefordert, die nämlich da direkt dran sitzen. Ich habe es nicht gesehen, aber jetzt wieder Balleroberung von Paul. Da ist er vorhin, genau von da ist er gekommen für den Ball, genau. Das ist der Fuß, sehr gut. Der zum Tor führte. So, 6 Minuten, 20 Sekunden. Bin gespannt, wann die Mülheimer das Thema Torwart angehen. Naja, im Moment ist schlecht. Ja, das verstehe ich, aber ob sie es generell sich vorstellen. Das tun sie sicherlich, wenn das dabei bleibt. Mal einen Fuß da außen. Na, dann bleibt da rechts. Ich würde. Ja, also ein Schlenzer jetzt nach hinten. Muss nicht sein. Lange Ecke. Ja, lange Ecke. Müller. Nochmal. Ist ruhig, genau. Sehr gut. Und jetzt ist hier wieder, rechts wäre eben frei. Oh, der ist auch sehr hübsch. Oh, schön weitergeleitet von Golden vor Tor. Ja, dicht machen. Jetzt haben wir es gehört hier, dass der Torwart gleich ausgewechselt wird. So. Ja, genau. Warte mal, sehr, sehr stark technisch. Ne? Also Torwart geht raus. Genau, jetzt Torwart runter. Jetzt Mülheim mit 11 Feldspielern und es sind genau noch 5 Minuten 6. Also Crunch-Time. Für die, die Hockey nicht so viel gucken, bis vor kurzem war es dann so, dass ein Spieler mit Fußrechten auf dem Platz unterwegs war. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, da kann sich jetzt keiner hinten reinschmeißen in die Bälle. Nee. Was natürlich Konter dann noch ein bisschen gefährlicher macht. In so einer künstlichen Überzahl. So, jetzt beginnt aber auf jeden Fall harte Arbeit. Ja, ja, hier wird auch gerade schon. Sehr gut geholt, sehr gut, super. Olli Binder. So, eigentlich Olli ein guter Ten. Jetzt müsste man einmal pfeifen. Einfach mal die Linie runter, dann spielen tatsächlich. Hat Tizi Müller gerade gerufen, ist auch richtig. So, Eng ist raus. Unglücklich wieder gegen Binder. Sehr gut, da ist er. Geholt. Ganz sauber, aber nichts. Jetzt muss er sich da nur mal den Freistoß holen. Ist aber leichter gesagt als getan. Da kommt mal der Helbig durchgetankt. Jungs, spielt nicht in die Ecken rein. Ja, kam jetzt gerade hier von Tilo Strakowski, spielt nicht in die Ecken rein. Ja, aber Binder kann einfach das Ding auch mal, wenn er den hat, rausschlenzen dann in so einer Situation. Ja, das war das, was Tizi Müller vorher meinte. Ne? Dann müssen sie nochmal von ganz hinten aufbauen. Ja. Und man kann ein bisschen aufrücken. So, jetzt. Ja. Auf der rechten Seite ein bisschen aufpassen.
Ja, gerade weil Windfeder halt einen irren Schlenzer hat auch, muss man immer sicher ein bisschen gucken, dass da hinten keiner irgendwo völlig frei steht. Jetzt zum Beispiel ist der Julius Meyer links ganz vorne im Kreis. Also sie natürlich rechts da durchzutanken jetzt. Und da ja, aber Polo ackert gut, ja, also im Moment noch. Wir sind jetzt bei 3:20 auf der Uhr. Im Moment noch keine Gefahr. Ja, aber wieder gut von Hugo Inglis. Findet da keinen. Also genau. Er sucht, er guckt und dann entscheidet er sich doch nochmal aufzubauen. Oh, da wollen sie natürlich jetzt festsetzen. Ah, und da ist natürlich gut geholt von Wasserhoff. Sehr, sehr stark. So, letzten 3 Minuten fangen an. Maximilian Stamann ist das da, der da jemanden sucht zum Anspiel. Oh, Nick Woods. In der Ecke. Ja, war froh, das hätte auch Mehrbaus entstehen können. Da ist er eben ein bisschen weggesprungen. So, er war raus. Da genau, das ist das, was man hört, dass er rausgeht. Und der ist natürlich ganz wichtig. Spielen? Richtig, genau. Jawohl. Ja, schön an der rechten Seite. Ganze Erfahrung von Nick Woods dann da jetzt mal. Ja, genau, auch der kann das mit dem 3D. Ja, ist aber gegen ihn entschieden. Ja. Die bleiben da im Moment noch in der Ecke. Würden da gerne wieder. Oh, der ist gefährlich. Und da ist zum Glück der Fuß und ist eigentlich. Ja, und dann kriegt er die Ermahnung auch, weil es ist gepfiffen und er schlägt dann nochmal. Ja, musste. Da ist es aber normalerweise, man so lange gepfiffen, wenn sie es durchziehen, dann ist es natürlich eine grüne Karte. Es ist, weil es hat der Pfiff hat immer schon so lang. So, ja, ist natürlich. Geht halt Gefahr von aus, weil nach dem Pfiff orientieren sich die Verteidiger in die andere Richtung und wenn dann der Torschuss noch kommt. Gefährlich. So, aber jetzt gucken wir mal. 1,45 noch. Und jetzt könnte dein das Ball ist der, den, der den wolltest du haben, genau. Und wieder. Bleib hier rechts. Ja, aber lässt ihn liegen. Das ist ja, das auch Sekunden, die wichtig sind. Genau. So, jetzt kommt Schillerhey nochmal auf Woods und dann sicherlich Müller. Okay, nimmt gleich Boss auf mit. Jetzt müsste jemand kommen. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch, das ist gern genommene Zeit. Wenn da sehr gut gespielt. Müller sehr weit nach hinten aufgerückt und jetzt haben sie die Zeit. So, jetzt wieder müsste nur einer hier wieder kommen. 1,20. So, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Ja, vorne Seite, denke ich auch. So, Shadowhey, zeig mir, dass du schlänzen kannst. Schlänzball. Ab nach vorne. Jetzt Schlänzball. Sorry, dass ich mich hier mal einnehme. Der war natürlich zu kurz. Ja gut, aber das hätte ja auch nur schief gehen können. So, letzte Minute läuft. 45 Sekunden. Oh, da hatte er ihn erobert. Es gibt ihm nochmal Grün, also Gelb sogar. Gelb, okay. Gut, das ist dann egal, aber ja, so, jetzt ist natürlich nochmal 50 Sekunden, 42 Sekunden. 11 gegen 9 Feldspieler. Ja. Jetzt heißt es da alles zu mobilisieren. Ja, wenn man jetzt von oben guckt, sieht man schon, dass die Mülheimer sich in die Ecken positioniert haben für den langen Ball, für den langen Schlenzer. Im Kreis Polo ganz rechts, eng. Genau. So, man spielt nochmal hinten rum zum Glück. Ja. So, die wollen natürlich rechts bleiben. Ja, und es ist natürlich wichtig, Windfeder zuzumachen. Für diese Bälle, die dann. Aber auch da, Mo Ludwig muss wieder abdrehen. 25 Sekunden. Genau, 22. Jetzt wird es langsam eng für Mülheim. Jetzt muss der Ball irgendwann kommen, egal ob da eine Lücke ist. Oh, den. 9 Sekunden. Oh, gut abgewehrt von Bosserhoff, das war wichtig. Ludwig, den kann er jetzt noch sagen. Das ist geil. Sehr das stark. Ist der Sieg. Ja. Sensationell. Das war ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Also gut rausverteidigt noch. Wir haben heute 2 Spiele gehabt bei den Damen und Herren, wo gesagt, das ist wegweisend, wo die Richtung hingeht. Beide gewinnen 1-0. Ich finde, dass die Herren das auch durchaus verdient haben. Also jetzt aufgrund des letzten Viertels würde ich auch sagen. Mega diszipliniert. Genau. Also sehr, sehr gut hinten auch verteidigt. Also da waren, also Mülheim hat einfach wahnsinnig gute Konterstürmer und sie haben sowohl Hellwig als auch die Youngster drumherum gut im Griff gehabt. Hellwig hat sich das eine oder andere Mal festgerannt, der kann das noch besser, als er es heute gezeigt hat eigentlich. Ja. Dem fehlt aber fehlt der Herzbruch als Konterpart da. Ne? Also, weil die sind ja schon extrem gut immer eingespielt. Genau. Insofern, ja, glücklich, aber durchaus nicht unverdient, ja, finde ich auch. Und ich finde wirklich, wir haben dann, also Mülheim hatte jetzt eine Ecke noch und dann vielleicht noch so
bisschen zwar Übergewicht, aber ein, zwei Chancen. Genau. Aber wir hatten das Ding, vielleicht von Hugo, wenn es dann doch ein Tor war, dann waren noch ein paar gute Geschichten, wir hatten noch eine Ecke. Das ist das Schöne, danach muss jetzt keiner mehr fragen. Nee, genau. Genau. Und, aber es ist ja immer so ein bisschen, ist es jetzt total glücklich, also finde ich überhaupt nicht. Haben sie gut gemacht. Glücklich im Sinne von, das hätte auch anders ausgehen können, aber durchaus verdient, das habe ich ja gesagt. Genau, absolut. Und man sieht das der Mannschaft auch an, die freuen sich sehr, weil es war halt nach dem 12-0 gegen Frankfurt dieses Wochenende hier mit den Hamburger Teams, was so ein bisschen die Stimmung gedämpft hat. Das letzte Wochenende gegen UAC, halt dieser 3-2-Sieg war wahnsinnig wichtig. Und jetzt hier das 1-0 ist halt tatsächlich wirklich wegweisendes Spiel, weil es bedeutet, man kann sich nach oben orientieren. Genau, das ist wichtig und wir müssen immer wieder diesen Pool nicht vergessen. Wir haben 5 Top-Teams. Das ist die, Im Moment in der Tabellenspitze sind von 6 Teams 5 auf unserem Pool, wenn man in das Gesamtthema geht. Warte, ich mach dir Platz, dann kannst du ein Foto machen. Ja, muss ich doch. Ich meine, diese Insta-Junkies, unglaublich. Ja, also ihr hört es draußen, wir sind natürlich happy mit diesem Sieg. Es war ein unfassbar geiles Spiel zu gucken, hat uns tierisch Spaß gemacht, was auch am Gegner liegt. Also die haben beide sich hier nichts geschenkt, sehr, sehr schönes Hockey gezeigt, technisch anspruchsvoll, schnell. Also es hat richtig Spaß gemacht und wir freuen uns ehrlich gesagt dann auf morgen weil Rot-Weiß Köln, auch um 14 Uhr, ist ein Gegner von mindestens dieser Kragenweite absolut. Und dementsprechend kannst du ein bisschen besser jetzt natürlich rangehen, ein bisschen entspannter. Genau. Und toll. Ja, ich glaube, das sind gute Schlussworte. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, Freddy. Freuen uns auf morgen wieder. Geht's ab. Nochmal. Tolle, kommen auch wieder zwei tolle Mannschaften hier. Genau. Wie gesagt, Damen, vorher Damen gegen Krefeld. Auch da werden wir dann streamen auf die Anlage kommen. Nein, da muss man auf die Anlage kommen, weil das ist einfach wichtig. Und vielleicht haben wir einen Streamer, weil wir sagen dazu nichts. Wahrscheinlich erstmal eher nicht. Und deswegen muss man hier sein. Und bei den Herren, klar, sind super. Wir bei deinen wieder unterwegs um 14 Uhr. Und freuen uns auf Rot-Weiß Köln. Sehr schön. Damit viel Spaß heute weiter. Schönen Samstag.